Es ist die letzte und die erste Amtshandlung in der Streuobstmonarchie. Die Königin legt der Königin die Schärpe an und wenig später die Prinzessin der Prinzessin. Verena Beutler aus Sindelfingen und Saskia Fesenbeck aus Böblingen haben das Rennen um die Titel gemacht und jetzt 2 Jahre Amtszeit vor sich. Und die beginnt gleich mal mit einem Fototermin. Das royale Lächeln immerhin bekommen beide schon gut hin. Für sie startet bald der Ernst des Lebens. Mehr als 1000 Schüler und Schülerinnen haben sich auf der Ausbildungsmesse Intercom in Leonberg über Berufe informiert. Unter den 56 Ausstellern dieses Jahr auch einige, die mehr Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung anbieten. So soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Inklusion in der Gesellschaft gefördert werden. Renningen rennt derweil rund ums Stadion. Bei den Stundenstaffelläufen des Stadtlaufs geht es für die Jugend Runde um Runde über die Aschenbahn. Die Teams heißen die Frösche, die Runners oder die Flotten Karotten. Und welches Team in der Stunde die meisten Runden schafft, gewinnt. Etwas ruhiger geht's dagegen nebenan auf dem Flugplatz zu. Hier macht auf dem Malmsheimer Drachenfest der Wind die meiste Arbeit. Den lebensgroßen Blauwal der Profi-Drachenflieger in die Luft zu bekommen und da zu halten, kriegt aber nicht einmal der richtig hin. Der Wal strandet immer wieder auf der Wiese. Immerhin für normale Drachen reicht es locker aus. Und tausende Besucher haben ihren Spaß.